Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Schere. Wir haben ja unsere Wollscheren, mit denen wir dann unsere Wolle zerschneiden, die Bommeln und die einzelnen Fäden und. Und mit der Zeit wird jede Schere, ich komme hier kaum noch durch, sie ist nur noch hier hinten scharf. Aber wer will denn immer hier hinten die Wolle schneiden? So, jetzt verrate ich euch meinen kleinen Trick, den ich da immer nutze. Und zwar kaufe ich mir da nicht jedes Mal eine neue Schere. Die habe ich jetzt schon seit Jahren in Bearbeitung, diese Schere. Wir brauchen Alufolie. Da machen wir uns ein Stück ab und falten diese ein paar Mal, so dass wir so ein schönes, kleines, flaches Briefchen haben. Und jetzt schnappen wir uns einfach unsere Schere und schneiden schöne, dünne Streifen in unsere Alufolie. Und durch dieses Schneiden dieser dünnen kleinen Streifen schärfen wir unsere Schere wieder richtig toll an. Gegebenenfalls müsst ihr diesen Vorgang wiederholen, bis die Schere richtig schön scharf ist. Aber wie ihr seht, die Schere schneidet wieder richtig toll. Für die Spitze selber muss ich auch noch mal ran. Wie ihr seht, da kriege ich es noch nicht richtig durch. Da dauert es noch. Aber ab der Mitte geht es schon wunderbar. Und wenn ich jetzt den Vorgang mit der Alufolie noch ein-, zweimal mache, habe ich die Spitze auch wieder richtig schön scharf. Und es kann weiter gehäkelt werden. So, meine Lieben, das war jetzt mal ein Trick, den ich immer gerne benutze. Ein bisschen Alufolie und schon kriegen wir unsere Lieblingsscheren wieder scharf. Ich hoffe, der Trick hilft euch weiter. Ihr lasst mir ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin!